herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Weißkohl-Kartoffeleintopf mit Kümmel. Ja, da legen wir jetzt gleich mal dazu los. Als erstes kommt in den Mixtopf 600 Gramm Weißkohl. Nun wird das zerkleinert. 5 Sekunden Stufe 4. Aha. Ja, ich sehe schon hier oben. Es ist mir noch ein bisschen zu grob. Gerade gucken, hier unten ist es schon ein bisschen zerkleinert. Ich glaube, ich setze einfach jetzt noch mal ein paar Sekunden drauf. Genau. Vielleicht noch mal so 3 Sekunden. Da gehe ich dann einen Schritt zurück. Auf 5 Sekunden war es eingestellt. Ich mache noch mal 3 auf Stufe 4. Sind immer noch die großen Blätter hier oben. Es ist einfach so eine große Menge, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das lasse ich jetzt so und das fülle ich jetzt erst einmal in eine Schüssel um. Nun gebe ich 30 Gramm Öl. Oh, und es ist leer. Da muss ich gleich nochmal holen. Das Öl ist jetzt drin. Dann 2 Zwiebeln geachtelt. Dann 2 Knoblauchzehen halbiert. Dann 125 Gramm Speck. Na, da fehlt noch ein bisschen. Ja, jetzt kommt die Funktion anbraten. Sprich, ich mache hier einmal den Deckel drauf und dann kommt hier der Spritzschutz. Na, so, genau. Und dann bei 3 Minuten anbraten. Also ich liebe ja diese Anbratfunktion. Da kommt immer ein Duft. Ich liebe den. Der ist mir lieber als wie der vom Herd. Schaut mal. Oh, das riecht so gut. Ich liebe es einfach. Es ist so schön. Kommt so richtig der Qualm raus. Und der Duft. Ah, lecker. So, die Anbratfunktion. Das ist jetzt erstmal fertig. Seht ihr, das ist eben das Schöne hier an diesem Wunderclip. Ich zeige euch den hier gerade nochmal. Seht ihr den?
Den, der ist so toll. Da kann ich einfach hier meinen Deckel da dran klipsen und die Flüssigkeit hier, die fällt in den Topf. Genau, und das ist das Schöne. Ja, jetzt kommen hier Kartoffeln hinein. Und zwar in Stücken 400 Gramm. Dann bei 4 Sekunden Stufe 4. Sieht gut aus. Nun 200 Gramm Wasser. Nun zwei gehäufte Teelöffel Gewürzpaste. Da nehme ich immer hier meine selbstgemachte. Dazu habe ich auch ein Video gedreht. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Findet ihr unter Spezielles in meiner Playlist. So, und nun anstelle des Messbechers soll jetzt das Garkörbchen drauf. Das ist mir aber immer zu riesig. Da nehme ich am liebsten den Mix Taste von der Firma Wundermix. Den kann man dann einfach hier so aufsetzen. Also hier so, hier zum Beispiel. Also den kann man einfach hier so aufsetzen. So. Und hier strömt es gleich raus zum Fenster. Und ihr schont damit auch eure Hängeschränke. Da könnt ihr immer den Dampf umleiten. Ja, dann bei 10 Minuten 100 Grad Linkslauf Stufe 1. Seht, hier sieht man richtig schön, wie der Dampf da jetzt herauskommt. Dazu kommt jetzt 200 Gramm Sahne. Dann einen halben Teelöffel Pfeffer. Dann eine Prise Muskat. Ups, vielleicht ein bisschen viel, aber es ist ja eine große Menge. Dann ein Teelöffel ganzer Kümmel. Dann ein Teelöffel Senf.
Dann ein Teelöffel Zitronensaft. Dann zwei Spritzer Worcestersoße. Ja, wird wohl so reichen, ja. Dann mit dem Spattel noch mal gut vermengen. Da kann ich dann eher empfehlen, auch wirklich den von Thermomix zu nehmen. Der ist dann doch ein bisschen stabiler als wie so einer. So, dann verschließe ich das. Und jetzt kommt hier wieder der Mixtaste drauf. Dann 10 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. Und in dieser Zeit einen halben Bund Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. So, dann schauen wir mal. Mh, sieht ja richtig lecker aus. Toll. Richtig schön. Dazu gebe ich jetzt Schnittlauchröllchen. Die hatte ich eingefroren gehabt. Die sind aus dem Garten. Sind hier in so einer Dose. Dann gebe ich einfach so ein paar dazu. Dann verrühre ich das hier noch mal. Und dann kann ich das schon servieren. So, ihr Lieben, schaut, so sieht das aus. Der Teller ist sehr heiß. Probieren wir mal. Das schmeckt ja lecker. Das ist so ein richtiger, deftiger Eintopf. Oh. Lecker. Da werde ich mich jetzt drüber hermachen. Also das schmeckt ja gut. Also das mit diesem Kümmel und mit den Speckwürfeln. Also das ist ja echt lecker. Ja, also das müsst ihr unbedingt auch mal ausprobieren. Das ist ja gut. Ein Gedicht. Ich kann den Teller gar nicht halten, der ist so heiß. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal kostenlos.
Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss.